Hallo und herzlich willkommen auf der Nutztierarche Sonntag. Ich glaube, wir starten jetzt in eine richtig geile Woche. Da sollen nachts immer so minus 4, 5 Grad werden, tagsüber so um die 0. Das heißt, wir können jetzt das ein oder andere in der Fläche machen, zum Beispiel einen Strohballen holen, ohne dass wir uns viel kaputt fahren. Jetzt ist die erste Frostnacht gewesen, so richtig toll befahrbar ist das noch nicht. Aber wenn das noch 2, 3 Nächte so bleibt, dann wird es auf jeden Fall besser und dann fangen wir hier vorne an, die restlichen Siloballen umzusortieren. Das sieht im Moment ein bisschen traurig aus, weil die alle so kreuz und quer stehen. Ich bin ja mehr so der Perfektionist beim Stapeln, aber die Siloballen, die waren halt ja recht frisch. Jetzt haben wir die gestapelt und der eine oder andere gibt ein bisschen nach und dann sieht das hier so unordentlich aus. Da gehe ich auf jeden Fall die Woche mal dran und sortiere die restlichen Ballen runter. Ich stelle die wahrscheinlich alle auf die Erde. Sind ja nicht mehr so viele. Ich habe sie gerade mal durchgezählt. 31 Ballen sind das noch. 3 liegen noch beim Nachbarn in der Wiese. Sind 34. Und 20 haben wir noch, die wir bei einem befreundeten Landwirt abholen müssen. Sind 54. Ja, wie ihr seht, der Winter ist gerettet. Da brennt uns mal ganz sicher nichts mehr an. Aber gut, jetzt fahren wir erstmal nach Hause. Haben den Strohballen vorne in der Ballenzange, weil die Schweine brauchen jetzt dringend Stroh. Das war gestern Abend alle. Also kriegen jetzt erstmal alle eine fette Ladung in den Stall. Und dann schauen wir mal, was heute noch so anliegt. Hier mal ein schneller Blick zu unseren Mitarbeitern im Misthaufen. Die Mikroorganismen arbeiten wie der Teufel und zersetzen hier gerade den Schweinemist. Guckt euch das mal an, wie das qualmt hier. Mega geil. Das wird richtig guter Mist, den wir dann in den Wiesen ausbringen können. Wir müssen jetzt unbedingt an den Miststreuer, damit wir da loslegen können. Aber die hauen rein. Die arbeiten sich warm bei dem Wetter. Schweine sind versorgt. Die haben jetzt viel Stroh bekommen. Die kriegen jetzt gleich noch eine Ladung Futter. Dann sind die für heute durch. Ja, da muss ich noch ins Hühnermobil Eier holen. Und dann war es das für heute auch schon wieder. Ich habe jetzt heute Nachmittag noch ein bisschen auf dem Hof geräumt. Hier rechts brennt jetzt ein Feuer, wo ich das Holz verbrenne, wo viel Eisen, Metall, Nägel und so drin sind. Habe ich dann auch keinen Bock, im Haus den Ofen mit zu belasten. Ja, und dann gibt es noch 2 Neuigkeiten. Zum einen kommt Paul zu uns, unser neuer Dexter-Bulle. Da ist jetzt noch nicht ganz klar, wann wir den abholen können, wollen, wie auch immer, weil der soll bei uns die Mädels decken und auch bei einem befreundeten Dexter-Züchter in die Herde. Da sind wir gerade am Organisieren, wann wir das am geschicktesten machen und wann das läuft. Und wir haben in der Nachbarschaft eine neue Errungenschaft, einen steinalten Anhänger, der ein bisschen überarbeitungsbedürftig ist, will ich das mal nennen. Seht ihr selber, wenn ich den die Woche noch abhole. Da wollen wir einen Wasserwagen draus machen, um im Sommer nicht immer 1000 Liter im IBC-Container zu haben, sollen da jetzt 3, im günstigsten Fall sogar 4 IBC-Container drauf, sodass wir dann 4000 Liter bei den Rindern haben und die ganze Fahrerei im Sommer aufhört. Aber das zeige ich euch dann die Woche noch. Ich mache jetzt noch ein bisschen Feuer, räume noch ein bisschen. Eine Schaufel mit Laub habe ich schon wieder voll. Aber da müsst ihr ja jetzt nicht jedes Mal gucken, wie ich hier Laub hake. Das wird ja auch langweilig. Also ist der Tag heute schon wieder rum. Morgen geht's weiter. Ich mache noch ein bisschen Feuer. Heute ist Samstag. Wir haben uns jetzt heute mal unserem Holzhaufen hier vor der Tür gewidmet. Diana kriegt immer einen halben Nervenzusammenbruch, wenn sie das Chaos hier sieht. Ich blende euch mal ein, wie das vor unserem Arbeitseinsatz ausgesehen hat. Ja, und so weit durchsortiert haben wir das jetzt. Wir haben das jetzt ein bisschen besser aufgestapelt. Ist zwar noch nicht optimal, aber die Bretter, die sind auch echt mega schwer. Das ist ja alles Hartholz. Und das ist so schwer, dass wir es mit 2 Mann zum Teil kaum getragen bekommen haben. Jetzt haben wir jetzt alles klein gesägt, 2 Gitterboxen sind voll. Und das werde ich jetzt so machen, da werde ich den Frontlader drauf drücken vom Schlepper und werde dann mit der Kettensäge rechts und links anfangen, einfach scheibchenweise abzusägen, bis wir das alles klein haben. Dann werden wir Stück für Stück nach vorne ziehen, aber das machen wir heute nicht mehr. Ich räume jetzt hier noch ein bisschen auf. Der Robin schneidet Paletten klein, aber ich zeige euch mal, wie wir heute mit der Wippsäge hier schon mal Gas gegeben haben, das Zeug in die Gitterboxen zu sägen.
Jetzt gucken wir dem Robin noch schnell beim Palettenkleinsägen zu. Das ist nämlich die letzte Scheißarbeit. Der ist jetzt gerade dabei und hat angefangen. Wir wechseln uns immer mal ein bisschen ab. Aber das ist der letzte Mist. Aber geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Müssen wir halt kleinsägen, ne? Was eine durchwachsene Woche. Das hat nur geregnet, geschneit. Das Wetter war wirklich eine Katastrophe die Woche. Deswegen haben wir auch uns darauf beschränkt, die Tiere zu versorgen, die Rinder mit Heu und Silage zu verwöhnen, die Schweine regelmäßig zu füttern. Da sind richtige Mopeds bei rausgekommen. In dem nächsten Video machen wir mal einen kleinen Rundgang. Besuchen mal alle Tiere auf dem Hof, dass wir mal so ein bisschen so einen Status Quo bekommen. Wie sieht es denn gerade überall aus? Ansonsten haben wir die Woche nicht so ganz viel gemacht. Das Traurigste, was sich diese Woche ereignet hat, ist, dass das Thema Nutztierarchen in der Tat jetzt wirklich ausläuft. Also die Nutztierarchen werden aussterben. Wir hatten ja eigentlich gehofft, mit einigen Leuten das Thema weiterführen zu können. Dieser Wunsch hat sich dann in dieser Woche in Luft aufgelöst und zerschlagen. Es wird nicht weitergehen. Die Nutztierarchen werden aussterben, auslaufen, wie auch immer man das nennt. Mal sehen, wie sich das in Zukunft darstellt. Auf jeden Fall ist das Thema jetzt vom Tisch. Wir haben nichts von dem geschafft, was wir uns für die Woche vorgenommen haben. Ich wollte ja Anfang der Woche die Siloballen sortieren. Das habe ich am Montag dann auch gemacht. Da wart ihr dabei. Und den Rest der Woche hat es überhaupt nicht mehr gefroren. Zumindest waren die Nachttemperaturen so schlecht, dass wir keinen vernünftigen frostigen Boden hatten. Ich bin also nicht vorne in der Wiese gewesen. Die Ferkel zeige ich euch im Anschluss nochmal. Alter Schwede, sind die gewachsen. Also das sind richtige Wuchtbrummen, würde ich mal dazu sagen. Ja, und dann haben wir heute den ganzen Tag Holz gemacht. Heute war der erste Tag, wo es einigermaßen ging. Da habt ihr jetzt einiges gesehen. Wir haben richtig eingehauen und haben viel geschafft. Also von daher, wie üblich an dieser Stelle wieder vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt alle gesund. Lasst uns gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Thank you.